Tag Leute und willkommen zu einer neuen Folge Flughafen-Feuerwehr-Simulator 2013. Wir starten mal wieder bei 0 Punkten. Unglaublich grandiose Leistung, was ich immer wieder biete. Das ist unfassbar. Oh mein Gott. Wie kriege ich das immer wieder hin? Verrat mir das mal einer, das geht doch gar nicht. Ach Mano. So ein blöder Scheiß. Ich hasse es. Warum muss ich denn immer dieses blöde, kackkleine Mini-Auto fahren? Komm nie zu den größeren Autos, weil ich... jetzt wohl nicht mehr viele Worte verlieren. Ich hoffe, ihr habt etwas daraus gelernt. Ja, ich habe etwas daraus gelernt. Schalte nie wieder einen BMA-Alarm ab. Passt auf euch auf. Falls ihr euch fragt, was BMA heißt, Brandmeldeanlage. Ja, ich bin toll, ich weiß, danke. Braucht ihr nicht sagen. Brandmeldeanlage heißt BMA. Ha! Ich weiß etwas, ist das nicht toll? Ich weiß es! Wow! Ha! Rein da! Ich dachte gerade, es regnet auch hier drin. Ach, funktioniert jetzt nebenbei mein Tütata wieder. Das hat ja beim letzten Mal nicht mehr funktioniert. Mein Tatütata funktioniert wieder! Wie geht das? Ich hab das doch gar nicht repariert. Mein Tatütata funktioniert wieder. Wie geht das? Wer hat an meinem Auto rumgeschraubt? Wer hat mein Tatütata wieder heile gemacht? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Einsatzbefehl für Florian 1. Von der Gepäckausgabe C im Passagierterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Florian 1. Gepäckausgabe am Terminal C. Aha. Oh. Es geht nicht auf. Ist kaputt. Ist kaputt. Von Schlüssel. Ist kaputt. Das Tor ist kaputt. Mach das wieder heile, mach das wieder heile, das ist kaputt. Ah, guck, ich hab's geschafft. Jetzt ist es wieder heile. Aha, ich kann's. Jetzt habe ich wieder heile gemacht. Guck, jetzt funktioniert's wieder. Oh, ich bin so gut, ey. Ich bin so gut. Ich hab das Tor wieder heile gekriegt. Niemand ist so unglaublich gut wie ich. Das schaff nur ich. Diese Intelligenz, über diese Intelligenz verfügt doch nicht, dass man weiß, dass man dieses Tor wieder heile machen kann. Alle anderen wären jetzt in die Ecke gerannt und hätten geheult, weil das Tor kaputt ist. Aber ich, nein, ich habe meinen Kopf angeschaltet und den Schlüssel in die Hand genommen. Und ich habe es getan. Was ich getan habe, das seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, nein, Scherz. War denn nicht lustig? Unglaublich, was? So, hier haben wir dann die Poller des Todes. Die Poller des Todes. Da bin ich einmal reingefahren, falls ihr es nicht wisst. Schaut in der Folge vorbei, die ist die... Wie viel Folge war das? Das war die vorletzte. Nee, das war die letzte Folge. War das die letzte Folge? Oder war das die vorletzte Folge? Meine Fresse, das bricht aus, die Karre hier. Das war die letzte Folge sogar. Naja, aber sicher bin ich mir da auch gerade nicht. Also, die Gepäckausgabe C entspricht der Zollstelle A, wie man hier sieht. Denn das ist genau an derselben Stelle. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Oh nein! Bin ich hier falsch? Jetzt halt doch mal die Klappe. Ich glaube, ich bin hier falsch. Das ist doch kacke. Das ist auf der anderen Seite. Lauf! Ja, nein. Ich habe mich verlaufen. Nein!
All flights. Steht da? All flights. Steht noch please. Das kann ich nicht lesen, der ist so undeutlich geschrieben. Ich hab mich verlaufen, das kann doch nicht wahr sein, ey. Geht das da lang? Aufzug. Der Aufzug funktioniert sogar, seht ihr? Mit dem kann man sogar nach oben fahren. Und ich glaube, hier bin ich richtig. Baggage Claim. Ha! Seht ihr? Baggage Claim. Ha! Seht ihr? Ha! Meine Intelligenz hat's geschafft. Da ist die Bäckerei Schmidt. Baggage Claim. Junge, chill mal. Alter! Sowas gibt's hier! Das wusste ich ja noch gar nicht! Alter, wie geil ist das denn? Meine Fresse! Das habe ich auch noch nie gesehen! Boah, ist das cool, ey! Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Boah, ist das cool! Das ist ja richtig geil. Heute ist wieder ein Flug nach Barcelona verspätet. Habt ihr gerade gehört, ne? Irgendwie sind die Flüge nach Barcelona über Köln immer verspätet. Ich verstehe das auch nicht. Wie geht das? Hier könnte ihr Logo stehen. Ja, König. Tut aber nicht. Ist da auch wieder so ein Zentralbereich. Boah, ist das geil, ey. Sieht sogar anders aus, das Band. Oh, ey, das ist so super. Ich finde das klasse. Komm, geh mir aus dem Weg, Alter. Das sieht auch noch anders aus. Boah, das ist so cool, ey. Ich finde das so super. Ich frage mich nebenbei auch, warum immer die Koffer brennen. Warum brennen immer irgendwelche Koffer? Was machen die mit ihren Koffern? Verstehe das gar nicht. Raus! Flugscheine. Hier kann man sich Flugscheine kaufen. Hier kann man sich Flugscheine kaufen. Hast du es verstanden, Kollege? Kannst du dir Flugscheine kaufen? Ja, ich glaube, er hat es verstanden. Flugscheine. Jetzt steht der Penner auch noch im Weg, ey. Scheine, da haben wir noch einen Piloten. Kann man sich Flugscheine kaufen? Schon mal was von Tickets gehört? Nee, ne? Flugsteig. Ey, komm, die deutsche Sprache hört sich so scheiße an. Flugsteig. Flugscheine. Alter. Das will doch keiner erzählen hier. Englisch ist so eine coole Sprache. Es ist halt Gates und Tickets und ah, super, super, super. Das hört sich halt viel besser an. Aber nee, Flugschein. Flugschein. Flugsteig. Hier ist auch immer so oft Gewitter, ey, das ist unglaublich. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. Sehr schöne Drehung, das habe ich toll gemacht, danke, danke, ich weiß, dass ich das toll gemacht habe. Falls ihr euch jetzt fragt, warum fährt der Idiot hier hin, ich muss mir noch einen neuen Feuerlöscher holen. Hier sind keine Feuerlöscher. Tut mir so leid, ich bin so dumm.
Hier sind die Feuerlöscher überhaupt nicht. Die sind ja in der Halle, wo die Fahrzeuge stehen. In der Fahrzeughalle nennt man das dann. Ja. Die sind in der Fahrzeughalle, die Feuerlöscher. Ich Pfosten, ey. Ich Pfosten. Also den Feuerlöscher guckt, der ist nämlich fast leer. Ha, ich weiß, dass ich mir dann einen neuen holen muss. Guck, jetzt ist er leer. Jetzt ist er leer, jetzt kommt da nichts mehr raus. Ist da kein Löschmittel mehr drin und deswegen hole ich mir jetzt hier einen neuen. Und jetzt habe ich einen ganz frischen Feuerlöscher. Und jetzt kann nichts mehr schief gehen beim Einsatz. Jetzt kriege ich alles hin. Alles. So, der kommt jetzt da rein. Und jetzt habe ich hier einen neuen drin. Ja, perfekt. Nehmen wir, müssen noch das Licht ausmachen. Dann ist alles super. Dass das Licht aber auch nicht ausgeht, wenn man den Motor ausmacht, ne? Einsatzbefehl für Florian 1. Ah. Im Bereich der Hangars und Lagerhallen vom alten Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Wow! Gib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Dann mal los mit euch. Florian, ich sehe nix. Meldeeinsatz angenommen. Dieses Licht bringt wirklich mal was, ey. Unglaublich. Man sieht dadurch wirklich besser. Man glaubt es kaum, aber es stimmt. So, jetzt aber mal hier. Ah, ich bin über den Pfostenpfeiler drüber gefahren, ist das nicht super? Schau ich. Da ist ein Feuer. It's a fire countdown. The fire countdown. A fire countdown. It's a fire countdown. Scheiße. Wow, ist das Feuer groß! Bin ich total überfordert, Hilfe! Ah, da brennt's noch. Florian 1 an Leitstand, schaff. Fahrzeug. Ich kann nicht mehr weiterfahren, seht ihr das? Das war scheiß. Muss ich das Auto hier stehen lassen. Tschüss! Sehe ich aber nicht. Oh nee, jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. So ein Kack aber auch. Ich nehme lieber mal einen Feuerlöscher mit. Und wenn ich jetzt einen Einsatz kriege, muss ich da irgendwie hinkommen. Also ich denke nicht, dass ich dann noch zwischendurch zur Wache laufen kann. Deswegen nehme ich immer, Ah, und das erleuchtet sogar den. Dann nehme ich mir den Feuerlöscher als Lampe mit. Macht's wirklich heller. It's a fire countdown. A fire countdown. A fire countdown. Ich lauf über das Rollfeld. A fire countdown. Okay, ich lass es. Ist schon gut, ich hab einen Schaden. Akzeptiere ich. Steinigt mich nicht. Ich kann noch nicht dafür. Doch, eigentlich. Da startet ein Flugzeug. Da.
Es hebt ab. Ich hebe ab. Nichtet mich am Boden. Alles nass und grau. Bin so lange nicht geflogen wie ein Astronaut. Ja, und ich sehe die Welt von oben. Alles nass und grau. Entschuldigung, ich kann den Text nicht. Das stimmt doch. Alles nass und grau. Bin so lange nicht geflogen wie ein Astronaut. Ich hebe ab. 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 Nichts hält mich am Boden. Alles nass und grau. Bin so lange nicht geflogen wie ein Astronaut. Ja, und ich seh die Welt von oben. Alles nass und grau. Das war der falsche Text, doch ist mir scheißegal. Ich kann den richtigen nämlich nicht. Ich kann den Text nicht. Es juckt mich einfach nicht. Könnt ihr mir glauben? Hier ist die peitschende Weide. Yay, yay, yay. Boom, boom, boom. Sie peitscht mich die ganze Zeit nach oben. Ich kann nichts tun. Das mache ich nicht. Das ist die Weide. Ah, das ist überhaupt keine Weide. Nein, das ist keine Weide. Es ist keine Weide. Eine Eiche. Was ist das? Keine Weide. Ich denke, es ist auch eine Eiche. Eine Eiche. Oh mein Gott! Tut mir leid. Meine Tabletten. Ich muss meine Tabletten nehmen. Sonst habe ich ein gehöriges Problem. Meine Tabletten. Ja, und ich sehe die Welt von... Oh, nimmst du mich mit? 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 Komme ich nicht mehr pünktlich an. Warum kann ich hier auf das Teil drauf? Wow! Ja! Fahr, 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 fahr! Wir singen Umba, 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 Tetre! 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 Wir singen Umba, 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 Tetre! Tetre! Tetre, wir singen Umba 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 Tetre. Tetre, Tetre, wir singen Umba 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 Tetre. Tetre, 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 Tetre. Du bist so ein Arsch, du bekloppter Spielverderber. Ich hatte gerade so viel... Oh Mann, das war voll cool, ey. Unfallfreie Tage, einer von sechs, das ist auf jeden Fall... Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber da musste ich mir gerade mal selber applaudieren, dass ich einen Tag unfallfrei geschafft habe, ey. Alter. Unglaublich. Also, das war's für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye und ciao. Ciao, 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 ciao. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Alles nass und grau. Ciao.